Was? 590 Euro statt 1800 Euro? Das ist mein Ersparnis für den nächsten Business-Class-Flug nach Bangkok. Warum Google Flights das wichtigste Werkzeug ist, um Geld zu sparen und die Verbindung zu finden und natürlich auch Business-Class zu fliegen, das erkläre ich euch gleich. Wir alle kennen das Problem, oder? Wir suchen für unseren nächsten Urlaub, für unsere nächste Reise den passenden Flug raus und der passende Flug ist eigentlich viel zu teuer und dann macht das alles schon gar keinen Spaß. Ne? Also der Business-Class-Flug als Beispiel jetzt von Deutschland nach Bangkok, nach Thailand, kostet von München, von Berlin, von Frankfurt über 1800 Euro. Beispiel München am 16. Oktober habe ich rausgesucht, sind 1900 Euro. Eigentlich zu viel für ein Business-Class-Ticket, würde ich nicht bezahlen wollen, wenn ich nicht wüsste, dass es da einen besonders guten Trick gibt. Wenn ihr flexibel seid, könnt ihr den Flughafen, bei dem ihr abfliegt oder die Reise beginnt, entsprechend ändern und von dort die Reise beginnen. Denn es gibt Flughäfen, die sind wesentlich günstiger als die in Deutschland. Als gutes Beispiel, das kenne ich aktuell, ist Kairo oder Tunis. Ja, hier gegeben. Da könnt ihr Geld sparen ohne Ende. Statt 1800 könnt ihr hier sehen 1193 Euro. Das sind also schon mal eine Ersparnis von 700 Euro, was viel Geld ist. Also das ist ja auch nicht nur eine Person, das können mehrere Personen entsprechend machen und ihr könnt entsprechend oben auswählen, wie viele Personen und wie viele Tickets ihr benötigt. Wenn ihr denn auch in der Lage seid und wenn es der Zubringer erlaubt, entsprechend dann dorthin zu fliegen und vor dort die Reise zu beginnen. Aber wenn ich nicht nur nach Bangkok möchte, der zweite gute Trick und Tipp von Google Flights, einfach die Map-Funktion. Ich gebe statt dem festen Ziel, gebe ich gar nichts. Ein beliebiger Ort am gleichen Tag und dann kommt eine Map. Und mit dieser Map, das finde ich da das Tolle, habt ihr die Möglichkeit, nicht nur das eine Ziel zu sehen, sondern eigentlich die ganze Region, ganz Asien, euch genauer zu betrachten. Und wohin ist es am günstigsten? Welcher Ort ist aktuell der günstigste? Da haben wir statt der 1200 Euro, haben wir hier zum Beispiel Phuket für unter 1000 Euro. Wenn ich ein bisschen weiter reingehe, dann habe ich hier Singapur. Und plötzlich tauchen auch ganz andere Werte auf. Das ist zum Beispiel Kuala Lumpur für 590. Das heißt, ich habe dann nochmal 50% gespart von dem, was ich vorher hatte. 590 Euro Business Class Ticket von Kairo nach Kuala Lumpur. Das muss man erstmal finden, so etwas. Und dann gehe ich da drauf und kann es entsprechend direkt bei Google Flights buchen. Und dann gehe ich direkt auf das Angebot bzw. auf die Möglichkeit, drücke ich da drauf und dann werde ich entsprechend auch zu verschiedenen Anbietern, aber auch, das kann ich euch nur empfehlen, zu den Airlines direkt geleitet und kann dort buchen. Und ich würde das auch dort machen, weil nur dort habt ihr auch die Flexibilität, entsprechend was zu ändern oder auch jemand ans Telefon zu bekommen. Bei Drittanbietern, also OTA sozusagen, ist es manchmal schwierig, relativ schnell eine Lösung zu finden. Oft zahlt man nochmal drauf, weil das noch mehr Gebühren kostet und eine Gebühr für die Gebühr ist auch keine Seltenheit. Also von daher besser bei den Airlines direkt buchen. Jetzt haben wir also statt 1800 Euro nur 590 bezahlt und das ist eine Menge, oder? Das ist mehr als 50% Ersparnis. Aber siehe da, ich lasse mir die Flüge anzeigen und so fliege ich. Wir fliegen über Bangkok nach Kuala Lumpur. Das ist derselbe Flug, den ich vorher eigentlich gesucht habe. Ja, siehe da, das sind also letztendlich über 50% nochmal Ersparnis. Und was mache ich da jetzt? Es ist letztendlich euch überlassen, ob ihr jetzt sagt, okay, ich buche einfach Kuala Lumpur und steige in Bangkok aus, weil kann ja keiner was sagen. Und warum auch? Und damit habt ihr entsprechend so viel Geld gespart. Und das müsst ihr für euch entscheiden. Das ist nur der Trick Nummer 3 letztendlich. Schaut mal direkt da rein und nutzt die Map-Funktion. Aber so habt ihr nochmal richtig Geld gespart. Statt 1800 Euro sind es dann nur noch 590. Und das Tolle daran ist, ihr sammelt mit diesen Flügen wieder Meilen für eure nächsten Flüge. Und das Ganze, das könnt ihr auch mit einem Return-Flug machen. Also mit einem Hin- und Rückflug-Ticket. Ich zeig's euch mal. Und zwar macht ihr hier statt dem nur Hinreise, einfach Hin- und Rückreise und verwendet beliebiger Ort, macht hier einfach auf flexible Reisedaten und bleibt bei alle oder sagt, okay, ich kann es auch in einem bestimmten Zeitraum festlegen. Wenn wir jetzt also sagen im Oktober, vielleicht finden wir im Oktober etwas, können wir immer noch schauen, ob wir günstige Preise finden. Normalerweise ist ein Hin- und Rückflug in Business Class von Kairo bei 1500 Euro und hier gibt es den für 1000 Euro, aber vielleicht möchte ich ja noch weiter gucken. Was gibt es denn noch? Auch da gibt es Möglichkeiten. Guckt, bis sogar 870 Euro geht es runter und ihr zahlt das für einen Hin- und Rückflug. Das ist ein guter Preis, oder? Also 870 Euro für hin und zurück mit derselben Fluggesellschaft. Aber hier ist ganz wichtig zu sagen, ihr könnt nicht in Bangkok aussteigen und dann erwarten, dass ihr wieder
zurückfliegen könnt von Bangkok oder dann von Kuala Lumpur. Das funktioniert nicht, denn offiziell möchte das die Airline natürlich nicht, dass ihr früher aussteigt. Nur bei Oneway funktioniert das, dass ihr sagt, okay, ich beende die Reise jetzt hier und steige einen Flug früher aus. Mehr Fragen werden wahrscheinlich von euch kommen, findet ihr auf der Webseite im dazugehörigen Post. Dominik hat ein bisschen was geschrieben. Da haben wir auch ein FAQ, Fragen, Antworten ganz unten und mehr von den Möglichkeiten oder vielleicht Ideen ebenfalls. Denn es ist ja nicht das einzige Ziel, wo das funktioniert. Es gibt noch viele weitere Regionen oder Städte, Länder, die man so bereisen kann und damit sehr, sehr viel Geld sparen kann, sofern ihr flexibel seid. Ja, das sind eigentlich jetzt schon wieder vier Tipps und Tricks, die wir mit unserem größten, besten Tool so, ja, haben, an euch weitergeben können und das euch sehr, sehr viel Geld spart. Ja, hat es euch gefallen? Gerne mal einen Kommentar lassen oder vielleicht mal den Daumen hoch drücken, würde mich freuen. Und habt ihr Ideen, habt ihr Fragen, dann könnt ihr gerne auch das nochmal in die Kommentare packen. Dann kann ich das fürs nächste Mal mit aufnehmen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann zum nächsten Video.